Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Blind Challenge. Ab morgen geht's dann ja weiter mit der Story Quest. Von daher jetzt heute die letzte Folge erstmal. Ich habe mir überlegt, dass ich das wahrscheinlich immer so mache, dass ich das einmal die Woche bringe mit dieser Blind Challenge, dass es nicht zu langweilig wird, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwelche Rennen hintereinander wegreite. Manche haben auch schon gesagt, es wäre interessant, wenn ich mich steuern lassen würde. Dass mir jemand sagt, so leicht links, scharf rechts und sowas. Allerdings wüsste ich nicht, mit wem ich das machen könnte. Und ich wurde darauf angesprochen, ob ich vielleicht beim Schneiden mich filmen kann, wie ich darauf reagiere. Allerdings weiß ich nicht, ob das so in dem Sinne möglich ist, weil dann muss ich ja auch noch wieder was während dem Schneiden und das ist dann nochmal mehr Hickhack. Dann seht ihr quasi ja alles doppelt. Von daher weiß ich noch nicht so wirklich, ob ich das mache, weil es dadurch natürlich auch für mich ein ganzes Stück mehr Arbeit ist. Und ich weiß nicht, ob das so sinnig ist, wenn ihr das für euch alles doppelt seht. Krankenwagen. Ja gut. Ja, da Summer Kiss jetzt ausgelevelt ist, ist als nächstes Party Girl dran. Es steht an die Strecke bei den Bobcats bei Loretta. Ich bin gespannt. Ich werde einfach mal versuchen, meine Technik so ein bisschen zu perfektionieren. Das habe ich jetzt natürlich schon gemacht im Stream. Aber wir haben sie ja hier noch. Die Bobcat-Geländestrecke. Ich werde jetzt erstmal so ein Highscore-Rennen starten, dass ich sehe, was ich reite. Wie die letzten Male auch schon. Ein bisschen antippen am Anfang, ein bisschen mehr antippen, ansonsten komme ich da nicht vorbei. Ich bin mal ein bisschen still, dann kann ich hören, wie sich der Boden anhört. Okay, das wird wieder sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt mal irgendein Rennen schaffe. Da bin ich echt neugierig drauf. Ich muss jetzt die Brille wieder absetzen. So, ich wette, ich zerstöre mir wieder meine komplette Frisur. Muss ich hinterher wieder alles neu machen. So, und dann startet der erste Versuch. Nase ist frei, so. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich bin jetzt gegen die Fässer. Wo hänge ich gerade? Ich war eben auf einem Weg. Ich glaube, ich reite gerade immer hin und her vom Pole Bending rüber und wieder zurück. Okay, das Rennen ist vorbei. Ich war von der Richtung her gar nicht so falsch. Doch war ich. Hups. Ja, doch, ich war doch ziemlich falsch. Der hätte mir vielleicht auch mal früher den Weg weisen können hier. Gut, ein Krankenwagen weist einem eigentlich weniger den Weg. Okay, nächster Versuch. Müsste ich jetzt nicht irgendwo am Berg sein? Warte mal, da ist der Weg.
schon wieder rum. Okay, diesmal war ich tatsächlich gar nicht so falsch. Aber anscheinend war ich zu weit links oder was für die Fahne. Kann das sein? Irgendwo hänge ich. Weg. Ich glaube, das war schon wieder. Mich würde das total interessieren, wie ihr das reitet. Wo bin ich jetzt? Okay, das zweite Mal war definitiv am besten. Das zweite Mal war definitiv am besten. Oh Gott, was tue ich hier nur? Also es war jetzt auch nicht so mega falsch. Was habe ich denn hier gemacht? Ich versuche mal gerade irgendwie zu rekonstruieren, was ich geritten bin. Also ich fange ja hier vorne an, ne? Ich fange hier vorne an. Dann habe ich immer so ein bisschen gelenkt. Ich kann ja nicht so gelenkt haben. Ich muss ja immer hängen geblieben sein. Weil ich glaube, ich bin nie hier wirklich, also bis auf Versuch 2, bin ich, glaube ich, nie wirklich auf dem Weg gelandet. Oh, Schande. Scheibenkleister. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie hinkriege mit dem Gucken, mit dem Schneiden, dass ich vielleicht so ein bisschen ausschnittweise das zeige, was, wie ich reagiere, wenn ich es schneide. Gucken wir mal. Ich versuche es einfach mal. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme. Ich habe nämlich gerade noch eine Idee, wie ich es vielleicht hinbekommen kann, ohne dass ihr jetzt alles seht und dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, auch für mich zu machen. Ich versuche es einfach mal und ja, ich bin mal gespannt, was ich mir da so zusammengeritten bin. Also dann, morgen wird wahrscheinlich noch keine Postfolge kommen, weil ich jetzt heute, wo ihr das Video seht, ich in Gelsenkirchen in der Zoom-Erlebniswelt bin. Und ich weiß nicht, wann ich abends wieder zu Hause bin, weil wir noch gemütlich essen gehen wollen und so weiter und so fort. Aber ich verspreche euch, dass ab der Woche danach wieder Postfolgen kommen. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nein, warte mal, ich gucke noch, dass ich das noch hinten dran schneide, würde ich sagen. Ich versuche es einfach mal. Ich mache es einfach mal, gucke, wie das für mich ist zeitlich und dann schauen wir mal. Okay, dann wollen wir noch mal schauen. Wie ihr seht, sehe ich jetzt hier gerade noch, wie ich generell geritten bin. So, jetzt kommt gleich der erste Versuch. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich mir da zurechtgeritten bin, hab. Hast du nicht gesehen? Ich glaube, so geht's ganz gut mit dem Aufnehmen. Okay, ich bin gegen den Zaun gecrashed. Ich habe nicht krass genug nach links gelenkt. Wie bin ich dann geritten? Ich war auf dem Weg. Und dann habe ich halt gedacht, hey, lenkst du jetzt mal nach links? Und dann nach rechts. Und jetzt dachte ich, ich reite den Berg rauf. Bin ich auch. So mehr oder weniger. Nur den falschen. Und zwar frontal. Ja. Mal schauen. Versuch Nummer 2. Da stand ich ja hinterher am besten. Guck mal, da bin ich da schon mal nicht mehr gegen gekracht, aber gegen die Fässer. Dachte ich, okay, dann muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter nach rechts reiten. Vielleicht hänge ich an einem Zaun. Das war so mein Gedanke jedenfalls. War wohl nicht ganz richtig. Oh nein, wie knapp war das denn? Ja, und dann wollte ich mit aller Macht den Berg rauf. Das war ja eben mal mega knapp. Okay, und beim dritten Versuch habe ich mir den Zaun geknutscht. Dann habe ich mir gedacht, okay, warum wollte ich eigentlich immer nach rechts abdrehen, wenn ich irgendwo hängen geblieben bin? Das macht irgendwie mal so gar keinen Sinn.
Was werden die Leute nur denken, die mich sehen, die keinen Plan haben, was ich mache da? Oh, guck mal, ich wollte zum Polebending zurück. Was zur Hölle habe ich da getan? Okay. Ja, das war dann wohl nicht ganz so zielführend, was ich da gemacht habe. Gut, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn ich dann noch so ein bisschen nachkommentiere am Schluss und ich so ein bisschen gucke, wie ich selber geritten bin. Und ja, das war's dann jetzt erstmal für heute. Ich schau mal, wann die nächste Folge kommt. Ich guck mal, wann ich das jetzt immer bringe. Wie gesagt, ich werde mir einen Tag einfach raussuchen, wo ich das immer bringe, so ein Blind-Rennen. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.